Ein Airbus A340-600 der Lufthansa startete vor ein paar Tagen in Frankfurt, flog dann 2 Stunden lang Schleifen über Süddeutschland, nur um dann wieder in Frankfurt zu landen. Was soll das denn? Erkläre ich euch. Viel Spaß damit. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Erstmal können wir uns das ganz kurz auf der Zunge zergehen lassen. Lufthansa fliegt wieder A340-600. Ein Traum, oder? Naja. Da dieser YouTube-Kanal ja eigentlich auch nur ein versteckter A340-600-Fanclub ist, weiß ich natürlich, dass das alles hier überhaupt gar keine News mehr für euch ist, aber ich weiß auch, dass ihr das gar nicht oft genug hören könnt. Deswegen, Lufthansa fliegt wieder A340-600. Kleiner Recap für alle, die neu hier sind. Nach insgesamt 24 Maschinen vom Typ A340-600 und damit der größten A340-600-Flotte überhaupt, verbleiben der Lufthansa heute noch 5. Alle anderen 19 Maschinen haben die Airline in den letzten Jahren sukzessive verlassen oder dann aber im Zuge der Pandemie den Abgang gemacht. 7 der ehemals 24 Flugzeuge sind mittlerweile verschrottet, alle anderen waren außer Dienst gestellt. Waren, wichtiges Wort. Denn 5 Verbleibende sind immerhin 5 Verbleibende und damit 5 Verbleibende mehr, als wir ursprünglich alle mal erwartet hatten. Da ja aber nicht nur der A340-600, sondern auch der Airbus A380 im großen Stil die Fluggesellschaft verlassen haben und somit kurz- bis mittelfristig alle Flugzeugtypen mit First-Class-Bestuhlung, bis auf die 747-8, die Lufthansa verlassen haben, damit die Station Frankfurt mit deutlich reduzierter und die Station München mit gar keiner First-Class-Kapazität mehr dasteht und das seit mittlerweile tatsächlich schon 2 Jahren und es bis zum ersten Airbus A350 mit neuer Bestuhlung und dann wohl auch First-Class-Sitzen noch etwas dauert, genauer gesagt bis mindestens Mitte 2023, hatte der A340-600 ein ernsthaftes Argument, wieder zurückzukehren. 5 A340-600 mit je 8 First-Class-Sitzen ganz vorne im Flugzeug kehren jetzt also zur Lufthansa zurück, temporär nach Frankfurt, dann sollen sie bald nach München gehen. Damit stocken sie das First-Class-Angebot in Frankfurt neben der 747-8 auf, beziehungsweise dann in München reaktivieren sie das First-Class-Angebot überhaupt erst einmal, das alles dann für den Sommerflugplan, in dem immerhin fast so viel geflogen werden soll wie noch im Jahr 2019. Ein weiteres großes Argument für die Rückkehr des A340-600 im Vergleich zum A380, der ja auch den First-Class-Punkt gehabt hätte, ist sicherlich auch noch das Thema Training. Denn A340-Cockpit-Personal mit aktiven Lizenzen hat man ja an beiden Stationen. Also die Pilotinnen und Piloten, die jetzt in den letzten Monaten fleißig A340-300, A330 und teilweise auch A350 geflogen sind und in der Vergangenheit bereits über ein sogenanntes Familiarization Training, ja genau, ihre Berechtigung für den A340-600 erhalten haben, die können jetzt über eine vergleichsweise wenig aufwendige Auffrischungssimulatorschulung auch wieder für den A340-600 einsatzbereit gemacht werden. Also als Übergangslösung bis zu den ersten A350 mit einer First Class sind die A340-600 anscheinend tatsächlich noch ganz gut geeignet. Deswegen, die Hotel Tango, ein 14 Jahre alter A340-600, machte jetzt den Anfang, ging im November 2021 dann aus dem Storage in Teruel nach Malta in die Technik, um dann im Januar nach Frankfurt zu kommen. Dort stand das Flugzeug dann 2 Monate am Boden und machte dann einen ersten Flug aus Frankfurt heraus und das war dieser hier. Von Frankfurt nach Frankfurt in etwas mehr als 2 Stunden mit einigen Schleifen über Süddeutschland und so richtig kann man nicht erkennen, was der Flieger da gemacht hat. Und nein, dieser Flug wurde nicht gemacht, um mit Hilfe von Chemtrails passt immer alles mehr ganz gut zusammen. Eure Haltung zur Impfpflicht zu beeinflussen. Diese Gesteinsmehle zu sich nehmen zum Ausschwemmen von Schwermetallen. Und gleichzeitig euer Östrogenlevel im Körper anzuheben. Menschen über die Kopfhaut impfen. Sondern es handelt sich dabei ganz einfach um einen ganz langweiligen sogenannten Maintenance Check Flight. Diese Flüge kann man immer mal wieder auf Flightradar oder FlightAware beobachten oder wo auch immer ihr eure Flüge beobachtet. Und die Definition dazu, was so ein Maintenance-Check-Flight überhaupt ist, liefert uns die EASA bzw. als Basis dafür die ICAO. Demnach sind Maintenance-Check-Flights eine Art Testflüge nach Wartungsereignissen, bei welchen die korrekte Funktionsweise eines oder mehrerer Systeme des Flugzeuges überprüft wird. Das soll höchstmögliche Sicherheit garantieren und dafür sorgen, dass nach einer Wartung des Flugzeuges, nach einer Reparatur oder in diesem Fall halt nach einer Reaktivierung des Flugzeuges wirklich nur eine vollständig intakte Maschine wieder mit Passagieren in die Luft geht. Diese Flüge sind dabei aber etwas anderes als Test- und Zulassungsflüge, die vom Flugzeughersteller durchgeführt werden. Also Flüge, über die wir hier gerade sprechen, die werden mit Flugzeugen mit aktivem Lufttüchtigkeitszeugnis gemacht. Also mit Flugzeugen, die wirklich auch schon fliegen können und das nicht erst noch lernen müssen. Wie genau auf einem solchen Maintenance-Checkflight die ganzen Systeme überprüft werden, das gibt der Flugzeughersteller selbst.
in der zum Flugzeug dazugehörigen Dokumentation vor. Wer diese Maintenance-Checkflights durchführt, das wird mittlerweile hierzulande von der EASA auch vorgegeben. Das ist entsprechend geschultes Cockpit-Personal, welches eine Theorieschulung und eine Simulatorschulung für diese Flüge erhält. Und dann wird's interessant, denn was genau, in welchem Umfang, mit welcher Regelmäßigkeit auf solchen Maintenance-Checkflügen überprüft wird, das liegt zum großen Teil in der Verantwortung des Betreibers des Fluggeschäfts, also in der Verantwortung der Fluggesellschaft. Und welche Fluggesellschaft wie viel Wert auf solche Maintenance-Checkflights legt, das weiß ich nicht genau, aber ich weiß zumindest, dass bei den großen Fluggesellschaften hierzulande immer und immer wieder in regelmäßigen Abständen sehr viel aufwendigere Maintenance-Checkflight-Programme gefahren werden, als es das jeweilige vorangegangene Wartungsereignis erfordern würde. Und das ist auch gut so, schließlich garantiert das zwei ganz wichtige Punkte. Zum einen werden im Flug die Systeme getestet, die sich am Boden nicht überprüfen lassen. Das ist der eigentliche Hintergrund eines solchen Fluges, denn am Boden kann das Technikpersonal schon vieles sehr genau überprüfen, von einfachen System-Checks bis hin zu aufwendigen Triebwerkstestläufen. Es gibt aber auch einzelne Systeme, deren Fehlfunktion sich erst in der Luft, zum Beispiel durch dann anliegende aerodynamische Kräfte oder durch Gehbelastung, erkennen lassen. Und die kriegt man dann eben auf diesen Maintenance-Check-Flights. Der zweite große Punkt: Bei aufwendigen Testprogrammen testen die Fluggesellschaften ganz bewusst regelmäßig Systeme, die gar nicht Bestandteil des letzten Wartungsereignisses waren und deren Fehlfunktion eventuell im alltäglichen Betrieb des Flugzeuges nie aufgekommen wäre, weil für das Auftreten des Fehlers schon die erste Rückfallstufe umgangen werden muss. Mit anderen Worten, auf diesen Flügen werden dann also ganz bewusst Systeme abgeschaltet, um die wiederum umgangssprachlich dahinterliegenden Systeme zu testen. Das ist nicht Pflicht und kostet die Fluggesellschaften vor allem Geld und Zeit. Ist aber wichtig, denn so können wir uns als Passagiere bei diesen Fluggesellschaften definitiv sicher sein, dass das Flugzeug nicht nur gut gewartet wurde, sondern dass es tatsächlich auch in der Vergangenheit regelmäßig auf Herz und Nieren überprüft wurde. Einer der spannendsten Teile auf so einem Maintenance-Checkflight und was wir auch hier in den Aufzeichnungsdaten des Lufthansa A340-600 bei den Aufzeichnungsdaten der Hotel Tango sehen können, ist dabei das Überprüfen der Flight Envelope Protection. Also diese Flüge werden selbstverständlich ohne Passagiere an Bord durchgeführt und man geht tatsächlich an die Betriebsgrenzen des Flugzeuges. Und weil ich euch das nicht so leicht erklären kann, sondern viel besser im Flugsimulator zeigen kann, nehme ich euch mal mit in den Microsoft Flight Simulator und zeige euch einfach, wie zum Teil so ein Maintenance-Checkflight durchgeführt wird. Leute, damit herzlich willkommen im Microsoft Flight Simulator. Wir sitzen in einem A320neo der Lufthansa, leider nicht in einem 340-600. Liegt aber nur daran, dass es keinen guten 340-600 für den Microsoft Flight Simulator gibt. Aber mit einem A320neo funktioniert das alles logischerweise ganz genauso gut. Wir haben das Flugzeug jetzt mal in Frankfurt gestartet auf der Runway 18 und ihr wisst wahrscheinlich Bescheid, beim A320, A330, A340, allen anderen Airbus-Flugzeugen gibt es eine sogenannte Flight Envelope Protection. Also das Flugzeug gibt uns vor, wie wir in einem normalen Betriebsbereich das Flugzeug zu bewegen haben, beziehungsweise was die Betriebsgrenzen für das normale Fliegen sein sollten. Ihr seht das hier auf dem Primary Flight Display, markiert durch so grüne Doppelstriche. Die sehen wir hier bei minus 15 Grad Pitch und wir sehen sie hier auch bei 67 Grad Bank. Bei plus 30 Grad Pitch sollten solche grünen Doppelstriche auch nochmal sein. Die sehen wir jetzt natürlich nicht, weil wir mit der Nase am Horizont nicht bis da oben gucken können. Es ist wahrscheinlich wirklich mit der spannendste Teil von so einem Maintenance-Checkflight, diese Betriebsgrenzen zu überprüfen, diese Flight Envelope Protection zu überprüfen. Und wir haben es auf den FlightAware-Aufnahmen gesehen, die Lufthansa hat das auch mit ihrem 340-600 mit der Hotel Tango gemacht. Um das alles vernünftig überprüfen zu können, sind 11.000 Fuß ganz gut geeignet. Ist eine Höhe von ungefähr 3.300 Metern umgerechnet. Und auf solchen Flügen ist es dann üblich, für solche Übungen, für solche Tests ein Block-Level zu requesten und dann eine Freigabe für zum Beispiel ein Höhenband von Flight Level 100 bis Flight Level 200 zu bekommen. Das sind dann 10.000 Fuß, in denen man hier seine Sachen machen kann. Dazu dann noch 5 Meilen nach links, 5 Meilen nach rechts, das reicht vollkommen aus. Dann kann man sich mit dem Flugzeug tatsächlich ziemlich frei bewegen und die Übung vernünftig durchführen. Wir haben unseren Blick dabei natürlich hauptsächlich im Cockpit, aber versucht bei der ganzen Sache auch hin und wieder mal ein bisschen nach draußen zu schauen. Zeigt dann doch ganz gut, dass die Flight Envelope Protections des Airbus doch relativ weit gefasst sind und man sich, wenn man dort an die Grenze geht, schon in sehr ungewöhnlichen Fluglagen befindet, die man so im Alltag natürlich nicht erlebt und wo sich das Flugzeug normalerweise auch nicht bewegen sollte. Wir beginnen damit, wir nehmen den Autothrust raus, schalten den Autopiloten aus, fliegen das Flugzeug jetzt also von Hand und beginnen mit der ersten Übung. Der Blick wandert dann gleich auf das mittlere untere Display. Dort sehen wir hier im unteren Bereich gleich die G-Belastung des Flugzeuges angezeigt. Maximal 2G dürfen wir da auf dem Weg nach oben erreichen, maximal 0,5G
auf dem Weg nach unten. Dann erhöhen wir die Power der Triebwerke auf Climb Thrust, ziehen die Nase nach oben und schauen, ob wir die 2G gut treffen. Das sind ziemlich genau 2G, wir bleiben also dabei. Passt ganz gut. Ziehen die Nase auf 30 Grad. Pitch up. Altitude Alert können wir wegdrücken und ihr seht, der Sidestick, der ist jetzt voll gezogen. Die Nase des Flugzeuges geht aber nicht weiter nach oben. Der Airbus begrenzt das. Wir nehmen die Nase wieder nach unten. Der Test ist also schon mal bestanden. Schauen wieder nach unten. 0,3G ist etwas wenig, also etwas weniger drücken. 0,5G. So können wir weiter auf dem Weg nach unten gehen. Die Nase fällt durch den Horizont. Wir reduzieren die Triebwerke auf Leerlauf. 0,6, 0,5. Das sind 15 Grad Pitch Down. Sidestick ist voll nach vorne gedrückt. Das Flugzeug lässt aber nicht mehr zu. Also auch der Test ist bestanden. Damit können wir das Flugzeug abfangen. Nase wieder auf den Horizont. 13.500 Fuß ist dann auch eine ziemlich gute Höhe, um direkt mit dem nächsten Test weiterzumachen. Wir beginnen jetzt damit. Das Flugzeug in einer Linkskurve erstmal auf 33 Grad zu bringen. 30 Grad sind so das Maximum, was man ganz normal im Alltag so kennt. 33 Grad sollte das Flugzeug halten, ohne dass wir irgendwas am Sidestick dann noch tun. Das tut das Flugzeug auch. Wenn wir darüber hinausgehen, in Richtung 45 Grad, sollte das Flugzeug eigenständig wieder auf die 33 Grad zurückrollen. Das tut es auch. Dann heben wir die Nase etwas an, damit die gleich nicht in der scharfen Kurve so absackt. Und dann können wir die 67 Grad testen. Dazu geben wir Vollausschlag nach links. Sidestick ist voll nach links gedrückt und das Flugzeug begrenzt bei 67 Grad. Da waren sogar knapp etwas mehr. Und ihr habt es gerade auch gesehen, der Flight Director kommt wieder zurück. Der ist nämlich bei 45 Grad verschwunden. Und das ist auch genau das, was wir überprüfen wollen. Also, auch das hat funktioniert. Und genauso überprüfen wir es jetzt auch mit einer Rechtskurve. 33 Grad Bank soll das Flugzeug halten, ohne dass wir irgendwas am Sidestick tun. Wenn wir weitergehen in Richtung 45 Grad, soll das Flugzeug wieder auf die 33 Grad zurückrollen, ohne dass wir etwas am Sidestick tun. Tut die Maschine auch. Dann ziehen wir die Nase etwas hoch. Und ihr seht da unten im unteren mittleren Display, das waren wieder plus 1,8G. Kann sich in so einem Airbus schon ziemlich unangenehm anfühlen. Und mit einem Vollausschlag geht es dann wieder in Richtung 67 Grad. Und auch da begrenzt uns der Flieger trotz Vollausschlag. Und genauso soll das auch sein. Das war damit der erste Test und das, was man da auf FlightAware vom A340-600 sehen konnte. So viel also dazu. Ich hoffe, der kleine Einblick hat euch gefallen. Der A340-600 mit der Registrierung Hotel Tango konnte dann 2 Tage nach dem erfolgreichen Maintenance-Checkflight mit Passagieren das erste Mal nach 2 Jahren wieder auf die Reise gehen. Es ging von Frankfurt nach Washington und diese Strecke fliegt die Hotel Tango jetzt auch regelmäßig. Und ein zweiter A340-600, die Hotel Uniform, befindet sich auch bereits in Frankfurt und wird sicherlich irgendwann demnächst auch zu einem solchen Maintenance-Checkflight aufbrechen. Also, jetzt wisst ihr Bescheid. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar spannende Infos dabei. Ich freue mich sehr auf eure Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Leute, vielen Dank und tschüss. Und in der Vergangenheit bereits über ein Femgularization. Fuck, Mann!